willkommen zur 19. Folge von Trains of War 2 zusammen mit Tobi. Hallo, moin moin. So, nachdem wir vor einigen Folgen, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge das war, sind wir ja mit einer Hamsterbacke, eine 442, hier nach Risa gefahren. Und jetzt sollen wir die Gegenrichtung aus Risa nach Dresden Hauptbahnhof zurück. Der Kollege hat den Zug hier, die RE50, schon von Leipzig Hauptbahnhof hier bis Risa gefahren. Und wir übernehmen dann jetzt hier in Risa bis Dresden Hauptbahnhof. Und ihr seht es schon, wir sind in einer Baureihe. Warte, ne? Das wollte ich nicht. Wir sind in einer Baureihe 146 drinne mit Doppelstockwagen, denn teilweise werden noch einzelne Umläufe vom RE50 mit Doppelstockwagen-Garnituren gemacht, auch wenn die hier die Aufschrift S-Bahn Dresden tragen. Ich hatte es schon ein paar Mal erwähnt. Dapter Games war natürlich faul und hat nur S-Bahn Dresden-Wagen gemacht, auch wenn man hier eigentlich DB Regio-Dostos brauchen würde. Genauso wie es auf der Dresden-Chemnitz nur DB Regio-Dostos gibt, auch wenn man da S-Bahn Dresden-Dostos genauso brauchen würde. So, jetzt habe ich ein bisschen viel geschnackt. Jetzt sollte ich hier nochmal kurz alles anmachen. Zuglichter ein. Spitzensignale an. Hätte ich gerne die Führerstandsbeleuchtung, nicht nur die Pultbeleuchtung. Dann können wir die Türen schon mal zumachen. Das schaut mir gut aus. Hä, hatte ich nicht auf Türen? Ja, Riegeln. Jetzt sind sie zu. Gut. So, Fenster zu. Und dann müssen wir noch ganz kurz PZB und Sleeper anmachen. Nicht wie 943, wo wir da erstmal durch den ganzen Gang da rennen müssen. Und hier geht das ja relativ einfach. So, Bremsen lösen. Und dann sollten wir auch schon losfahren können. Jo, das klappt ganz gut. Zugbeeinflussung. So, einmal die PZB. Den Startmodus rausnehmen. Und dann geht's hier los. Einmal in die Gegenrichtung. Unser erster Halt ist dann Glaubitz. Ah, wie ein schöner Wasserturm. Hatten uns ja auch in der Folge dann unterhalten am Ende, wo wir hier nach Risa hingefahren sind. Wie schön noch Wassertürme sind. Ja, das ist die Folge, weil die wir mehrfach aufnehmen müssen. Nee, die hat man nicht mehrfach aufgenommen. Ich ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hätten wir die Diskussion halt ein bisschen mehr als einmal. Nee. Hier sind nur 80 km/h. Das sollte ich vielleicht achten. So, weil uns zogen euch ganz im Bahnhofsbereich raus, denn erst der Piergag 120, das vergesse ich aber immer, dass doch im Bahnhofsbereich von Risa 80 km/h gelten. Deswegen. So, da drüben haben wir eine kleine Rangierlokomotive auf dem dritten Gleis, die unterwegs ist in den Güterbahnhof. So, lassen wir mal den Zug ein bisschen rollen. Hier geht es ja auch dezent bergabwärts, das heißt, wir sollten uns auch nicht wirklich an Tempo verlieren. So, und dann haben wir wieder unsere guten HL-Signale. Mittlerweile stehen sie ja nicht mehr, mittlerweile sind es ja KL. Ah ne, hier ist es noch. Erst hinterm Bogen 3 gezeigt ein. Da sind es mittlerweile KS-Signale. Auch wenn das ja gerade da der Abschnitt gebaut wird. Aber dazu kann ich dann auch gleich, wenn wir da sind, noch ein bisschen was sagen. Oder jetzt gleich, wenn wir in Glaubitz sind. Denn ich habe mich damals ein bisschen schlau gemacht seit der letzten Folge, wo wir hier lang gefahren sind, und noch ein paar Details rausgesucht zu, wie das Ganze denn hier umgebaut werden soll. Hatte ich ja in der letzten Folge schon erzählt. Hier sind im Simulator noch 120 km/h. Kurz nachdem die Strecke aber rausgekommen ist für TSW 2, hat man angefangen hier, da war so eine Streckenvollsperrung für einen Monat oder so. Da hat man die ganzen HL-Signale gegen KS-Signale ausgetauscht. Von Risa Bogendreieck, was jetzt gleich, also wir sind jetzt hier gerade im, nicht Risa, Zeithain Bogendreieck, wir sind jetzt hier gerade hier im Zeithainer Bogendreieck, da kommt die Strecke aus Jüterburg und dann geht's ab nach Elsterwerda, die Strecke. Deswegen, und ab hier war die Strecke halt eben voll gesperrt und man hat dann halt eben bis nach Leckwitz alle Signale von HL auf KS umgerüstet und seitdem war dann die Strecke hier mit 160 km/h befahrbar. Im Zuge der VDE 9, also Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 9, will man aber auch die gesamte Strecke Dresden-Leipzig auf 200 km/h ertüchtigen. Von Leipzig bis Risa ist das schon längst geschehen. Und jetzt wird eben nur noch der Abschnitt von Risa bis Dresden, ne?
und da ist das ja der erste Abschnitt von von Zeithain bis Leckwitz. Ungefähr ab hier unter dieser Brücke, hier beginnt der Abschnitt, wo man dann ETCS auch verlegen möchte. Ist für 200 km/h nötig. Also entweder ETCS oder LZB, aber nächster LZB halt soll ja abgelöst werden von ETCS bis 2030. Deswegen Fahrtrichtung wird rechts. Eigentlich nirgendwo mehr ETCS verlegt, sondern nur noch. Nur noch nirgendwo LZB mehr verlegt, sondern nur noch ETCS. Und was hat es mit dem ETCS jetzt auf sich? Das ist ein neues Zugsicherungssystem, das sogenannte European Train Control System. Und das bisherige Problem war, bei grenzüberschreitenden Fernverkehrszügen, die mussten mit Loks so bespannt sein, die nicht nur mehrere Stromsysteme befahren können, weil jedes Land hat ein anderes Oberleitungssystem, also andere Spannungen drauf. Oder manche haben Gleichstrom, manche haben Wechselstrom. Sondern auch mehrere Zugsicherungssysteme beherrschen müssen. Und dieses European Train Control System, das wird in der gesamten EU sowie in Großbritannien und der Schweiz auch verwendet. Und alle Fernverkehrszüge sollen halt eben damit dann fahren können. In irgendeiner Zukunft vielleicht auch mal die Regionalbahnzüge. Das ist das Mikrofon. Das sind die Türen. Man muss den Mikrofonschalter direkt neben den Türenschalter. Unglaublich. So. Der Alten, wenn du rausguckst und die Türen öffnest, dann musst du dann hupen. Musst du nicht. Wir halten ein bisschen zu spät, aber das sind nur 2 Meter oder so, deswegen geht das ganz gut. Aber im Zuge dessen, dass man das Ganze neu bauen möchte, von Zeithain bis Leckwitz, sind die beiden Halte hier Glaubitz und Lünchritz, unser nächster Halt dann, die beiden werden dann mitgenommen. Was hatten die denn mit ihrem Itz? Mit was? Was meinst du? Ortsnamen. Überall ist Itz. Ja, ist halt so. Die heißen halt so. Dazu müssen an den Halten auch was verändert werden, denn hier in Glaubitz haben wir einen Bahnübergang und Bahnübergänge bei Geschwindigkeiten über 160 km/h sind nicht gestattet. Dahinter folgt dann noch ein Bahnübergang. Ich habe Türen öffnen und ich habe Türenverlegungen gestellt im Hebel. Ach, gut. Und hier in Glaubitz, da werden wir jetzt gleich über noch einen zweiten Bahnübergang fahren und der muss dann auch noch beseitigt werden. Und im Zuge dessen, dass hier der Bahnsteig Bahnübergang beseitigt wird, werden auch die beiden Bahnsteige mit beseitigt und werden dahin hinter dem jetzigen Bahnübergang in leicht veränderter Lage, also noch ein bisschen weiter nach hinten gerutscht, werden die beiden dann aufgebaut. Und in Lünchritz, da werden die Bahnsteige an demselben Ort wieder aufgebaut, jedoch nur in einfach nur neu gebaut, indem an derselben Ortslage. Aber die Bahnsteige von Glaubitz werden ungefähr hier so sein. Und die Straße hier, die wird dann eben mit einer Unterführung machen, dass sie da unter den Gleisen durchkommt. Genauso auch bei dem Bahnübergang, die wir jetzt gleich noch passieren werden. Und ja, damit wird es dann eben möglich, dass dann die ICEs auch mit 200 km/h dann hier lang fahren können. Aktuell fahren die ICEs und die Intercities schon mit 160 km/h jetzt hier lang. Die Regionalbahn, Regionalexpress hier, weiß ich gar nicht, das ist der andere Bahnübergang, weiß ich gar nicht, was die für eine Fahrplangeschwindigkeit haben. Ich weiß zumindest, bis zum letzten Fahrplanwechsel waren es noch als Fahrplangeschwindigkeit trotzdem 120 km/h. Das hat aber nicht geändert im Fahrplan. Weiß ich nicht, ob die immer noch als Fahrplangeschwindigkeit hier 120 km/h nutzen oder jetzt schon 160 km/h. Aber ja, nächster Halt. Lünchritz. Und dann ist es auch eigentlich mal möglich, dass die ICEs zwischen Leipzig und Dresden mal auch wirklich schneller sind als Intercities, weil aktuell ist es so, dass man mit dem ICE zwischen Dresden und Leipzig fährt, dass man dann ungefähr eine Minute schneller ist mit dem Intercity. Das heißt, den guten Mehrpreis, den man für den Intercity Express zahlt, den zahlt man am Ende dann eigentlich nur dafür, dass der Fahrkomfort halt im ICE ein gutes Stückchen höher als im IC2. Da fahren ja Twindecks IC2 auf der Strecke. Aber ich glaube nicht, dass der Preis da wirklich so gerechtfertigt ist. Ich hoffe, ich habe es nicht viel zu früh gehalten. Also klar, ich hätte bis zum Ende des Bahnsteigs noch fahren können, aber das ist natürlich kritisch. Auf der falschen Seite, hä? Nee.
der Bahnsteig ist schon auf der richtigen Seite. Nur die ersten drei Türen, die sind noch nicht auf dem Bahnsteig drauf gewesen. Ich hätte den Bahnsteig doch komplett ausnutzen müssen. Gut, dann ist schon mal anders peinlich, was ich jetzt gerade gemacht habe. Das ist jetzt wirklich ganz anders peinlich. Ach, die letzten drei Türen. Ich habe die ersten drei Türen verstanden. Nee, ich bin ja noch viel zu früh gehalten. Ja, aber vor allem hast du auch die Türen auf der anderen Seite auch oben. Nö, auf der richtigen Seite. Doch. Hä, aber also gerade in der Außenperspektive war es mal noch die Türen auf der anderen Seite offen. Es waren die Türen auf der Seite hier offen. Und hier ist auch der Bahnsteig. Ja. Guck. Hier drüben waren keine Türen offen. Lol. Perspektive. Oh, Junge, das ist verwirrend mit dieser Perspektive, wenn man das nie gemacht hat. Immer Perspektive hier. So, dann machen wir mal Gas geben. Sieht sogar noch vorne und hinten gleich aus. Vorne eine Lok, hinten ein Steuerwagen. Das sieht nicht gleich aus. Ja, okay, hast du recht, aber ich dachte, das Heck wäre die Front. Dafür gibt es hier die drei weißen Lichter. Hier leuchten keine drei weißen Lichter. Ich habe die Zugspitzensignale nicht angeschaltet. Deshalb habe ich sie hier erkannt, weißt du? Jetzt. Dafür gibt es hier die drei weißen Lichter und hier hinten die zwei roten Lichter. Stimmt, die muss man hier manuell anschalten mit diesem Schieberegler. Das habe ich vergessen. Da habe ich sogar was Sinnvolles. In der Regel, wenn man dann die Zuglichter aktiviert oder sowas oder die Scheinwerfer anmacht, dann stellt man damit das automatisch ein. Aber hier gibt es noch einen extra Drehregler hier in der 146, den man dann eben einschalten kann, das Ganze. Da kann man auch solche witzigen Sachen einstellen, wie, keine Ahnung, links und oben weiß, aber rechts rotes Licht und sowas. Deswegen. What? Ja. In anderen Ländern gibt es da Regelungen, wo man das bei Gegengleisfahrten zum Beispiel ein anderes Zugspitzensignal haben muss und so fort. Deswegen, auch wenn wir neu wären, ist die 146er hier für andere Länder konzipiert, aber das ist allgemein ja eine Lok an sich und die kann ja jedes Eisenbahnunternehmen, egal welchem Land, kann diese Lok ja designen und ausstatten, wie sie wollen. Wahrscheinlich einfach dieser Drehregler mit diesen dass du die Lichter bunt schalten kannst, wie du willst. Wahrscheinlich einfach so eine Standardausrüstung, damit das auch einfach in anderen Ländern benutzt werden kann, in denen das gebraucht wird. Ohne dass man das extra installieren muss, sondern es ist einfach in der Standardkonfiguration mit dabei. Wahrscheinlich. So würde ich es mir zumindest erklären. Wenn jemand eine andere Erklärung dafür hat, dann gerne Kommentare. Gerne, Herr Depp. Übrigens sind die Bahnstrecke in Weißig, die sollen im Zuge der Sanierung auch leider wegfallen. Das heißt, eine Reaktivierung des Haltes hier in Weißig ist somit dann auch vom Tisch. Oh Gott, jetzt dürfen nur noch 130 fahren. Wo ich jetzt ja nicht bestätigen müssen, 130, aber egal. Zu viel bestätigen tut auch nicht weh. Ich werde trotzdem nicht über die 120 drüber gehen, weil wir jetzt gleich hier über die Abzweigstelle Leckwitz drüber gefahren sind, dann kommen direkt über die 120 für uns, deswegen. Und bis Priestewitz ist dann ja nochmal ein gutes Stückchen, genauso wie auch dann von Priestewitz bis Niederau. Das ist ja auch nochmal ein ordentliches Stückchen. Aber hier ist halt eben nicht wirklich was. Deswegen. So, da war gerade die 120 vorangekündigt für uns, deswegen meinte ich ja, lohnt sich nicht. So, und jetzt beginnt hier die Abzweigstelle Leckwitz mit dieser Weiche. Und zack, einmal runter. So, wir fahren jetzt weiter auf der Dresden-Leipzig. Auch wenn es nicht so aussieht. Weil es sieht eher aus, als ob wir hier abzweigen würden. Hatte ich ja beim letzten Mal schon erzählt. Während da dann die Fernzüge abbiegen, in Anführungszeichen, auf die Verbindungsstrecke zur Dresden-Berlin. Diese Verbindungsstrecke, die soll auch mit ETCS ausgestattet werden, dann auch 200 km/h. Und dann von bis Coswig soll dann auch mit ETCS und 200 km/h ausgestattet werden. Wobei ja auch allgemein zwischen Elsterwerda und Dresden die Strecke Berlin-Dresden noch ausgebaut werden muss. Weil aktuell ist die nur zwischen Wünsdorf-Waldstadt und Elsterwerda ausgebaut. Mit ETCS und 200 km/h. Und so soll auch die restliche Strecke sein. Das heißt, von diesem Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 9 profitieren am Ende dann auch die Fernzüge von Dresden nach Berlin.
weil wir dann auch 200 km/h fahren können. Also gut, von Dresden nach Berlin fahren jetzt keine Intercity-Express-Züge. Doch, doch, seit diesem Fahrplanwechsel jetzt ein ICE paar täglich von Dresden nach Hamburg und zurück. Aber sonst fährt da keine ICEs regelmäßig, also häufiger am Tag lang, sondern eben nur der Intercity Dresden-Rostock bzw. Warnemünde, der mit den Flirt IC 2 bedient wird und dann noch die Eurocity Garnituren der České dráhy, also der tschechischen Staatsbahn, die könnten 200 km/h fahren, aber dazu müssten die Vectrons, glaube ich, noch mit ECCS ausgestattet werden, die da drauf fahren. So. Also ja. RE15 nach Hoyerswerda. Es soll auch irgendwie helfen. Um 8.20 Uhr. Dass da die Fahrzeuge schneller werden. So. Wir verabschieden. Dürfen uns auf 60 km/h runterbremsen. Hier aussteigen. Einmal. Vielen Dank für Ihre Reise. Mit denn DB jetzt Regio. Gleich in. Auf Wiedersehen. Hier beginnt jetzt einmal der Abstellbahnhof von Priestewitz. Und dann gleich mündet hier die Strecke am Ende dieses Abstellbahnhofes in Fahrtrichtung Großenhain, die Strecke Großenhain-Priestewitz ein. Wir sind ja auch schon ein paar Mal gefahren. Und dann müssen wir hier einmal auf das Überholungsgleis ausweichen, denn da befindet sich nämlich der Bahnsteig in diese Richtung. Das ist ja in Priestewitz so, in die Gegenrichtung ist direkt am durchgehenden Hauptgleis. Und in unsere Richtung, da müssen wir erst ins Überholungsgleis rüber, ehe wir dann hier in Priestewitz halten können. So, da kam jetzt die 60. Jetzt kommt hier gerade von links die Strecke aus Großenhain. Da muss man mit den Zügen ja dann hier einmal quer über alle Gleise rüberhuppeln. Und dann kommen wir hier auch gleich jeden Moment ins Überholungsgleis. Und diesmal hoffentlich nicht zu früh bremsen. So bremst, dass dann tatsächlich auch alle Leute aussteigen können. Und zwar über die gesamte Zuglänge verteilt. Aber soll vielleicht auch nicht zu spät bremsen. Das sollten aber. Ein bisschen großzügig. Das sollte die Fahrgäste aber, glaube ich, nicht beeinflussen, weil das sollte nur die Lok gewesen sein. Ein Hückchen übers Ziel hinausgeschossen ist. Sind jetzt auch nicht mehr so viele Meter, aber ist trotzdem unschön. Muss nicht sein. Alles noch perfekt in der Zeit, Tobi. Jo. Also läuft gut sicher. Trotz, dass ich die ganze Zeit labere und dir hier den Zug nur von außen zeige dreimal. Ja, und dann noch während der Fahrt aufspringe. Fand ich aber auch interessant, dass der Zug das mitgemacht hat, dass ich einfach während der Fahrt aufspringen durfte und noch die Lichter anmachen durfte. Auch wenn das sieht, weil dazu nichts gesagt hat, weil dann, wenn ich dann aufgestanden bin, dann kann ich das Pedal ja gar nicht mehr die ganze Zeit durchgängig drücken, ne? Das SIFA-Pedal. Und dadurch sollte die SIFA dann eigentlich bockig werden. Und direkt mit der SIFA 20 Minuten halt. Aber da ist ja nur ein paar Sekunden waren. Nee, wenn du aufstehst und das Pedal gar nicht mehr drückst, obwohl du es gar nicht mehr lassen sollst, also wenn du es nur so ganz kurz antippst, so kurz loslässt und wieder drückst, so wie du es ja auch machen sollst beim Bestätigen, dann ist alles fein. Aber wenn du es für länger als diese ganz kurze Zeit, vielleicht länger als eine Sekunde oder so, loslässt, dann beginnt sofort eine Zwangsbremsung. Dann heißt sofort SIFA Zwangsbremsung. Auch gut. Ja. So, weiter in 60 km/h, dann müssen wir erstmal vom Überholungsgleis wieder runter auf das durchgehende Hauptgleis. Das geschieht nämlich hier an dieser Stelle. Und dann dafür auf die 120 km/h beschleunigen. Man sieht das da in Niederau in 8,4 Kilometern. Holla die Waldfee. So, wenn der Zugschluss das Ganze passiert hat, dann können wir auch beschleunigen. Na, so viel würde ich jetzt der Lok vielleicht nicht drauf geben. Haben wir schon gelernt, bei Loks reichen so 75% Leistung aus. Ist, wenn sie nur ein paar Doppelstockwagen ziehen und jetzt nicht in den Güterzug hinten dran haben. Wobei die 146 hier die Personenzugvariante dieser DAX 2 ist. Doch, es sind DAX 2. Die ein bisschen abgerundeter als die anderen. Die Güterzugvariante von der DAX 2 ist ja die 185. Deswegen.
sondern wenn ich rede, sollte ich vielleicht darauf achten, dass ich nicht zu schnell werde. Weil sowas wie eine Toleranz für Blitzer auf der Straße gibt es ja im Zugverkehr nicht. Da heißt 120 wirklich Obergrenze 120. Wobei du bei Zügen mehr mit Tempomaten und damit sehr viel genauer arbeiten kannst eigentlich. Ja, die Lok hier hat tatsächlich sogar eine AFB. Jedoch habe ich bis heute noch nicht herausgefunden, wie diese AFB bei dieser Lok funktioniert, weil es gibt hier, also vom ICE, da ist es ja so, da gibt es ja im Bordcomputer ein AFB-Menü, bei das ich die AFB aktivieren kann. Aber hier kann ich im Bordcomputer in kein einziges Menü reingehen. Deswegen habe ich keine Ahnung. Und einfach nur den Hebel arbeiten, ohne die AFB-Port zu aktivieren, funktioniert auch nicht. Also dann ist es dem Zug auch egal. Also ich kann diesen AFB-Hebel hier stellen, wie ich will. Wenn ich jetzt hier auf, auf 120 km/h stelle, dann, wenn ich jetzt beschleunige, werde ich trotzdem auch schneller als 120 kommen. Also darauf achtet der Zug überhaupt nicht, was die AFB eingestellt hat. Weil ich muss den noch irgendwie vorher aktivieren, aber er ist jetzt 121. Jetzt wird es nur weniger die Beschleunigung, weil ich, Wie heißt die Lok? Das ist eine Baureihe 146. So, einmal der Assistent, der kurz googelt. Mal sehen, ob du auch schlau wirst. Ich habe bisher mit solchen speziellen Zugsachen googeln eher schlechtere Erfahrungen gemacht. Eher 146 AFB? Ja. Oder AFB aktivieren. Die Live-Hilfe. Können wir auch so mal ganz kurz die Zeit bis Niederau überbrücken. Das war schon schön, um wieder 146 hier lang zu rauschen. Joa. Aber so viel ist ja auch jetzt auch nicht los zwischen Priesterwitz und Niederau. So, jetzt müssen wir gleich an die Stelle kommen, wo diese Einkerbung ist. Genau, die beginnt jetzt hier so. Hier befand sich ehemals der Oberauer Tunnel. Kennt man daran, dass hier diese schönen breiten Hänge sind. Aber den Tunnel hatte man abgerissen, weil das Lichtraumprofil des Tunnels zu klein war. Und auch Oberleitungsmasten da einfach nicht reinpassen in diesen Tunnel. Aber bei dem Oberauer Tunnel handelte es sich ja um den ersten Eisenbahntunnel Deutschlands. Der sich genau hier an dieser Stelle befand, wo es gerade lang war. Sind Sie schlau geworden, Herr Doktor? Nein, es ging eher um den ersten Tunnel. Aber können Sie schon noch was zur AFB sagen oder nicht? Ich habe eine Erklärung auf Englisch gefunden, die habe ich nicht verstanden. Sehr gut. Es war aber, glaube ich, nichts zu dem zu TSB 2, genau. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare, aber mit googeln solcher spezifischen Sachen, also bisher ist nie wirklich was geworden. Komm, am Ende ist bei mir immer so gewesen, dass ich am Ende auf so ein TSB 2 Handbuch verwiesen wurde, wo ich das dann für irgendeine andere Lok oder für einen anderen Triebzug erklärt drinstehen habe. Hast du mal in den Einstellungen geschaut, bei den Tastenbelegungen, ob es da einfach Tastenbelegungen gibt? Nee. Gibt's nicht oder hast du nicht geschaut? Wir haben ja neu, Halt. Niederau. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Stärker anziehen können, die Bremse. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen stärker bremsen, weil ich durch den nur ganz schwach angezogen habe am Anfang. Steuerung R, AFB an oder aus, R bei eingeschalteter AFB erhöhen, bei AFB AFB erhöhen und F bei eingeschalteter AFB entspricht AFB verringern. Tastenkombis für
irgendwie. Krass. Also was sagtest du für AFB an? Steuerung R zum An- und Ausschalten. Und wenn sie angeschaltet ist, dann R und F zum Verringern und Erhöhen. Genau, der Türwahlhebel auf neutral. Ich habe noch auf links gestellt. So, jetzt. So, nochmal. Steuerung und R. Jetzt AFB an. AFB, AFB, AFB. Das war das, was du wolltest, oder? Ja. Und mit so, R und F. Wo ist dieser AFB-Hauptschalter? Das will ich wissen. AFB, AFB, AFB. Es muss irgendeinen Schalter geben, der sich hier umlegt, wenn ich das drücke. AFB, AFB, AFB. Keine Ahnung. Ich sehe nicht, wo der Schalter ist. Ich höre nur, dass hier einen Knopf gibt. Türen verriegeln, ne? Wollte ich schon sagen. Ist richtig. Wenn ich weiß, wo dieser Knopf ist, dann kann ich es nämlich auch mal schön machen, weil bei Tastenkombis einen Zug zu fahren ist. Nee. Einfach nee. Ja, besser als gar nicht. Und solange es nur für die eine Sache ist. Aber das kann man anscheinend auch so halt nur einstellen. Oder über die Maus oder so, aber. Jetzt geht die AFB nicht mehr ein zu schalten? Okay. Wahrscheinlich muss ich die im Stand einschalten tatsächlich. Ihr wisst, wo dieser Schalter sich befindet. Also wir wissen, dass er schon mal existiert. Aber wenn ihr wisst, wo sich dieser Schalter befindet, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Da können wir auch schon direkt wieder bremsen, weil Niederraub ist Weinböhler, es ist ja echt nur ein Katzensprung. Oh, wir kriegen Geld. Zugbeeinflussung. Heißt, das nächste Signal ist rot. Richtig, das nächste Hauptsignal ist rot. Hallo. Der Kollege in die Gegenrichtung. Sein Regionalexpress und seine Regionalbahn. Das war jetzt echt gut gehalten. Und dann wieder nach links drehen, rechts drehen. Der Vorsignal hier oder hat jetzt am Grün umgeschalten, das heißt, bitte. Diskussion zu der Bremse von hier noch auf jeden Fall. Bitte was? In dem Forum hier sind auf jeden Fall noch eine Diskussion über die allgemeinen Bremsverhalten dieser Lok. Ich schicke dir den Link einfach mal. Jetzt B-Modus. Keine Ahnung, was. EL. Ach, elektrisch oder pneumatisch? Bremse. Scheibenwischer. Bremse. Aber hier ist auch kein AFB. So. Dann Türen zu. Der Vorsignalwiederholer hat auf grün gewechselt. Das heißt, wir können fahren. Das Signal ist doch jetzt auf grün oder auf gelb umgesprungen. Das nächste Hauptsignal, das ist gut. Müssen wir trotzdem aufpassen. 45 km/h Restriktion durch restriktiven Modus. Weil wir natürlich während wir im 1000 Hertz Modus sind, angehalten haben. Dadurch schaltet sich natürlich automatisch der restriktive Modus ein. Das Video zur PZB, wie die funktioniert, was ja schon ewig lang versprochen ist, worauf ich immer wieder referiere, das kommt tatsächlich auch demnächst. Das Skript ist mittlerweile fertig geschrieben. Wuhu! Jetzt muss ich es nur noch einsprechen und die ganzen Einblendungen und Bilder und so sofort zusammensammeln und fertigstellen. Beeinflussung.
so ziemlich aus 1000 Hertz Wahrung und restriktiven Modus befreien. Das heißt, wir können jetzt wieder Gas geben, jedoch nicht maximal, sondern nur mit 75%. Ja, das muss ich noch abgewöhnen, dieses Maximale. So, dann reichen wir auch gleich Coswig. Wo es dann wieder ein paar Anschlüsse gibt, also vor allem für die S-Bahn nach Meißen-Triebenstahl, insbesondere in die Richtung, werden da immer hier in Coswig dann die Anschlüsse angesagt. Aber ja. So, hier gelten jetzt gleich 100 km/h. Ungefähr ab dem Einzweigen der Bahnstrecke aus Meißen und Borsdorf bis zum Bahnhof von Coswig gelten jetzt 100 km/h nur. Dass ich auf die direkt auch schon mal runterbremse. So. Sehr gut. Na, 101. So, jetzt haben wir die 100 unterschritten. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Coswig. Na, nö, es geht. Sie haben jetzt folgende Anschlüsse. Ja, nur wenn es gefällt, jetzt zu stark ist, dann vielleicht über Kossebaude bekommen können. 8:22 von Gleis 4 direkt gegenüber. S1 nach Meißen-Triebestal über Neusörnewitz um 8:26 von Gleis 1. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. So. Ich habe unsere beiden Gleise, da ist das Gleis der Bahnstrecke Coswig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Dann kann ich eigentlich auch schon wieder bremsen. So, interessant. Ah ja, doch, nee. Ich würde sagen, interessant, aber nö, überhaupt nicht interessant. Der Richtungsanzeiger hat einen S uns angezeigt, also Richtungsvoranzeiger hat uns ein S angezeigt, wie S-Bahnstrecke. Aber ist ja richtig, wir müssen ja auf die S-Bahnstrecke, weil wir als RE50, wir sind ja so verrückt und halten noch in Radebeul Ost. Deswegen, ja. Muss man mal schauen, ob wir in Radebeul Ost dann, das gibt's tatsächlich beides hier im Spiel, hatte ich beides schon erlebt. Ob wir dann auf die Fernbahn wieder rübergeleitet werden oder ob wir auf der S-Bahn-Strecke bleiben und dann auf Gleis 3 halten, ne? In Dresden-Neustadt. Da muss man nochmal schauen, weil, hatte ich auch schon erzählt, bei der Folge, als wir in die Gegenrichtung gefahren sind, dass tatsächlich beides möglich ist. Je nachdem, wie gerade eben die Trassen frei sind. Gut, jetzt haben wir hier so eine Kurve, in der ich natürlich nicht so gut einsehen kann, aber... Kannst du machen, kannst du nichts, ne? Okay, ich habe hier gerade mal so ein Dokument angeschaut, 95 Seiten einfach nur über diese Lok und Erklärungen, wie dieses Ding funktioniert, aber wo man die AFB anschaltet, habe ich bisher nicht gefunden. Da steht auch nur V-Soll AFB. Ja, logisch. Aber ansonsten... Das ist doch der AFB-Soll-Wertgeber. Mit dem gibt man ja die V-Soll vor. MFD, Multifunction Display, MTD? Hä? Was ist MTD? Von allem habe ich auch keine Ahnung. Multi-D-Display. Hm. Das ist zweite von links. Wo? Zweite von links. Hier, das hier? Displays. Displays. Ja. Das ist das MTD. Ja, ich habe hier ganz nur... Ganz links ist Zugfunk. Ich habe hier nur... neben dem mittleren ist... Ich habe hier eh nur zwei Menüs, die mich jetzt nicht wirklich interessieren. Deswegen. Das ganz rechte Display, das heißt Ebula. Da hast du den elektronischen Buchfahrplan. Auf dem Display. Groß E, Groß B, Klein U, Groß A, L, Klein A. E, Bu, La. Ja. Namen halt. So. Aber wie gesagt, so viele Knöpfe hat die Lok hier auch nicht. Also, keine Ahnung, wo das sein soll.
Was ist das da unten? Ist das ein Telefon? Das ist da mit dem, das ist das Funkgerät, mit dem man im Stellwerk kontaktiert. Punkt. Deswegen steht auch drauf, wenn ich drauf habe, Stellwerk kontaktieren, war. Warum soll ich Stellwerk kontaktieren? So, Stellwerk kontaktieren bedeutet bei TSW 2 auch nur überprüfen, ob man weiterfahren darf. Also, dass man sich eine Fahrterlaubnis holt. Aber das bräuchte ich, wenn dann eh nur bei Rangierfahrten, ne? Wenn ich irgendwie ohne Signale rangieren möchte, dann bräuchte ich das im Spiel. Ansonsten wird ja, werden die Signale alle automatisch gestellt. Da macht es keinen Unterschied, ob ich da unten drauf klicke oder nicht und mit dem Stellwerk kontaktiere oder nicht. Weil das bräuchte ich wirklich nur, wenn ich ohne Signale rangieren möchte. Hier Luftkompressor, Lüfter, dann die drei PZB-Tasten, Stromnehmer, Hauptschalter, Oberleitungsstrom, Richtungswender, Türwahlschalter, Zuglichter, Sand, Bremsen lösen, Spitzensignale, Signalinstrumentenbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung, das FIS, Notruf, Fernlicht, Zugbremse, elektrische Bremse, direkte Bremse, Fahrgasttüren, Makrofon. Da ist auch die Bremsüberlastungstaste. Da ist noch eine Taste, die ich nicht drücken kann. Das Display kann ich hier gar nicht bedienen. Ist ja nur zum Funk. Na richtig, deswegen. Dann hier so Stellwerk kontaktieren. Maschinentechnisches Display heißt es übrigens. Die 5 Schalter kann ich gar nicht bedienen. Hier die Schalter, die sind nur PZB-Modus, elektrische oder pneumatische Bremse, Scheibenwischer und Notbremsventil. Und das vierte Ding ist hier, kann ich nicht betätigen. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wo hier noch ein Knopf sein soll, mit dem ich jetzt nochmal nochmal die PZB-Tasten. Und hier ist Rangiersteuerung. Also ich sag mal, bei beschrifteten Versionen des Cockpits hier, des Führerpults, da steht auch immer nur der Sollsteller für AFB-Betrieb und Zugkraftsteller. Ja. Aber gibt's da irgendein LZB-Menü, irgendein AFB-Menü hier im Bordcomputer? Ich schau gerade. Ich bin gerade im nächsten PDF-Dokument an 120 Seiten. Wenn er richtig. Nächster Halt. Ost. Karl-May-Museum. Übergangsmöglichkeit zur Schmalspurbahn in Richtung Moritzburg und Radebeul. Wir lesen uns einfach PDFs Ausstieg hier durch. In Fahrtrichtung. Mal wieder links. Ich würde bremsen. Ah, guck mal da. 48, hier. AFB-Stellung 1 oder 0. Klingt das gut? Ja. Führerpult unten links, neben dem Telefon. Der Knopf über dem Telefon ist es. Da schaue ich gleich mal hin. Über dem Funkgerät. Zumindest in der Realität. Dafter Games hat ja auch den Anspruch, realitätsnah zu sein. Muss ich noch weiterfahren? Es wäre schon nett, wenn ich noch weiterfahren würde, weil die letzte Tür ist noch nicht drauf. So, jetzt fahre ich gegen ein eventuell rotes Signal an. Das heißt, ich mache schon mal einen Verstoß gegen die Vorschriften. Aber gut. Weil gegen rote Signale anfahren darf man nicht. Also gegen potenziell rote Signale. Also das ist wahrscheinlich so ein bisschen aus deiner Sicht unterm Tisch versteckt. Kann das sein? Mist, falsche Seite. Das war die falsche Türseite. Sehr gut. Jetzt. Tatsächlich AFB-Hauptschalter. Haha, hast du gefunden?
Den siehst du aber auch nicht, wenn du hier sitzt. Den siehst du nicht. Den kannst du auch nicht besitzen. Die beiden Schalter daneben sind übrigens, der rechts daneben ist einmal die Beleuchtung Mittelkonsole und das andere ist Dimmer, Manometer und Konsolenbereich. Da, Lokführerpultbeleuchtung und das Dimmer, Lokführerpultbeleuchtung. Tatsache. Aber die siehst du nicht, wenn du sitzt. Die kannst du auch nicht tippen, wenn. Die kannst du auch nicht betätigen, wenn du sitzt. Da musst du wirklich dich davor schämst, ein bisschen weiter nach hinten stellen und genau auf diese Schalter achten, um überhaupt wahrzunehmen, dass es die gibt. Das ist ja krass. AFB, AFB, AFB. Nee, aber hier in dem Dokument ist eigentlich so ziemlich alles erklärt. Sehr gut. Also, wenn du irgendwelche Fragen hast, du Schalter, ich hab's ja. Dann habe ich die AFB jetzt auf 120 gestellt. Ihr seht es da auch mit diesem blauen Rahmen, der sich ergeben hat. Das heißt, schneller als das werde ich nicht fahren können jetzt. So, wir werden in Dresden-Neustadt auf Gleis 7 halten. Steht da. Das heißt, wir werden auf die Fernbahnstrecke tatsächlich rüberwechseln. Zugbeeinflussung. Sollen wir uns befreien? Wenn jetzt tatsächlich eine 500 Hertz Überwachung einsetzen sollte, weil das Signal da vorne rot ist, dann haben wir natürlich verkackt, aber gut. Zwangsbremsung. Es hat eine 500 Hertz Überwachung eingesetzt, weil das Signal rot ist. Zwangsbremsung. Aber wieso fährst du auch gegen ein rotes Signal mit Beschleunigung auf 120 an? Zwangsbremsung. Nur so eine Frage. Aus dem Grund, weil ich vom Bahnsteig das Signal nicht sehen konnte. Zwangsbremsung. 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 Fahr doch langsam lang. Zwangsbremsung. Ich hätte so oder so nicht dagegen anfahren dürfen. Wo ist mein Zettel? Beinerei. Eine Zwangsbremsung. Du machst so selten Zwangsbremsungen mittlerweile, da habe ich den Zettel weggelegt. Tja. Ach, okay, lassen wir das. Ach, die Regionale in die Gegenrichtung. Die schuckelt da gerade drüber. Das ist eben auch so. Deswegen ist es rot. Aber wenn da rot ist, das ist einfach blöd, weil ich sehe das nicht. Ich habe auch keinen Vorsignalwiederholer da am Bahnsteig stehen für unsere Richtung. Oder wenn, dann habe ich ihn bisher noch immer übersehen. Das Signal links von uns war gelb, aber ansonsten... Ach, warte mal. Ja, richtig. Warte, warum hat das durchgehende Hauptgleis hier hat grün? Das heißt, wir kriegen... Ich dachte, wir dürfen nur auf dich warten, aber nö. Ich sehe gerade hier, das durchgehende Hauptgleis hat grün. Das heißt, wir können ja auch nicht grün bekommen. So weit verspätet? Nee, eigentlich nicht. Nee, wir waren pünktlich. In Radeborst. Gut, dass wir in diesem Szenario eine Verspätung bekommen, weil irgendwelche Signale falsch gestellt sind, das ist mir neu. Hatte ich bisher auch noch nicht, aber gut. Dann warten wir einfach mal, bis es grün wird. Wir haben grün bekommen. Ist das nicht toll? Aber habt ihr es gesehen? Erst hat sich ein Güterzug noch vorgedrängelt. Und dann kam jetzt auch noch der ICE. Ich war erst so, hä, warum?
darf der Güterzug vor uns fahren, weil eigentlich gibt es also diese Devise, Personenverkehr vor Güterverkehr. Aber natürlich ein ICE erstmal fahren muss, dann ist natürlich klar, weil so ein Fernzug natürlich höher gestellt von der Hierarchie als so eine Regionalexpress. Deswegen. Gibt da so einen restriktiven Modus, Pascal? Bei dem redest du manchmal. Der beträgt natürlich in der 500 Hertz Überwachung beträgt der 25 km/h. Jetzt kann Mr. AFB hier rumspielen, nachdem wir herausgefunden haben, wie die funktioniert. Ist das nicht toll? So, aber bitte lösen, bremsen. Was meinst du? Schaffen wir es in 3 Minuten bis Dresden-Neustadt? 5 Kilometer sportlich. Mit 160 km/h. Also erstmal hier die Weichen mit 50 km/h. Zugbeeinflussung. Achso. Zugbeeinflussung. Ich würde mal ganz kurz mich befreien, einfach zur Sicherheit, weil ich nicht weiß, ob noch irgendwas drin war. Dann kommen wir auf 50 hoch. Weil der Weichenbereich hier ist mit 50 passierbar. Deswegen schneiden wir am Signal gerade dran. 50 km/h. So, und dann dürfen wir bis kurz vor Dresden-Neustadt ja 160 fahren und dann die Einfahrt nach Dresden-Neustadt ist dann nur noch mit 80 km/h möglich. Aufgrund der engen Kurve da. Aber ich glaube, in den 3 Minuten, das wird nicht mehr viel. Also jetzt nicht mal in der 3 Minuten. Hier fahren wir jetzt auf das ICE-Gleis. Auf das Regional- und Fernbahngleis. Weil das ist die S-Bahn-Strecke, die beiden Gleise, auf die wir bisher jetzt gefahren sind. Weil wir hier in Radebeul-Ost an diesem einen S-Bahn-Halt gehalten haben. Und jetzt geht's wieder da drauf, wo alle Ferngüter und Regionalzüge drauf fahren. Da drüben fährt jetzt wirklich nur die S-Bahn auf den beiden Gleisen. So, jetzt wollen wir die AFB auf 160, also auf Vmax stellen. Und dann mal schauen, dass wir möglichst wenig Verspätung haben. So, jetzt haben wir ein bisschen Traktionsverlust. Ich hoffe, das hält sich noch in Grenzen. Ansonsten, warum ist der Leistungsregler auf Max? Wer hat den auf Max gestellt? Denn kein Wunder, dass wir Traktionsverlust erleiden, wenn der Leistungsregler auf Maximum gestellt ist. Dann kann das nur gewesen sein. Schlimm. Derjenige, der hat es auch ordentlich verkackt. Natürlich. So, der Richtungsvoranzeiger hat ein N wie Dresden-Neustadt. Das klingt gut. Das heißt, wir bleiben hier auf der Strecke und nach Dresden-Neustadt und biegen nicht auf diese Verbindungsstrecke ab, mit der man Dresden-Neustadt umgehen kann, von der ich auch schon mal geredet. Wir haben noch etwa 1 Minute Zeit. Und 3 Kilometer. Du hörst ja, die Lok arbeitet gerade auf Hochtouren. Ich würde mal schätzen, 2 Minuten plus kriegt man. Was ist deine Schätzung? Oh, 1 Minute. Du sagst 1 Minute, ich sag 2 Minuten. Okay, schauen wir mal. Ja, was war denn das gerade bei der Lok? Warum ist sie plötzlich auf 2000 irgendwas Kilonewton hochgegangen? Also, das muss ein interessanter Bug sein. Bei mir wäre neu, dass die Lok so eine Zugkraft besitzt. So, einmal Bremse voll anlegen, weil wir dürfen jetzt innerhalb von 23 Sekunden von 160 auf unter 85 km/h senken, ne? Also runtergehen, und das haben wir auch tatsächlich geschafft. Und jetzt wollen wir die Bremse mal lösen, weil wir haben 80 und nicht 50 als Geschwindigkeitsbegrenzung. Oder 40. Gut, ich hätte vielleicht doch ein bisschen eher die Bremse schon lösen können, aber ich bin da mal ein bisschen zu vorsichtig, weil ich natürlich nicht möchte. Ansage. Meine Damen und Herren, ja. Wir erreichen in wenigen Minuten Dresden-Neustadt. Sie haben folgende Anschlüsse. S8 nach Kamenz über Dresden-Klotsche um 8.42 Uhr von Gleis 3. RB33 nach Königsbrück über Dresden-Klotsche um 8.48 Uhr von Gleis 4. IC 2048 nach Köln Hauptbahnhof über Leipzig Hauptbahnhof um 8.50 Uhr von Gleis 5. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen.
Nächster Halt, Dresden-Neustadt. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und da fahren wir in den Bahnhof Neustadt Dresden ein, auf Gleis 7. Richtig. Nee, wegen gerade, als ihr den Zeitraffer gesehen hattet, da, als wir in Radebeost da gewartet haben, da hatten wir uns unterhalten gerade. Hatten wir uns darüber unterhalten, dass ich diese Folge doch sehr häufig vergessen habe, an den Stellen, wo die Ansagen kommen, meinen Mund zu halten. Ne? Deswegen. Gerade eben Tobis Bemerkung. Nee, was ich sagen wollte, bremst aber ein bisschen stärker, vor allem bei sowas. Übrigens, es sind eine Minute tatsächlich, Tobi. Glückwunsch, du hast richtig geschätzt. Aber bei solch starken Bremsen, also von 160 immer auf 85 bei der 1000-Hertz-Überwachung zum Beispiel, da, also vor allem bei der, da bremse ich eigentlich immer vollkommen, weil wenn du dann nur so ein bisschen zu lange für deine Bremsung brauchst und ein bisschen zu spät reagierst, dann sind deine 23 Sekunden abgelaufen, ne? Und dann bremst der Zug anders stark. Oder mit anderen Worten, Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Richtig. So, und auch hier jetzt weiter. Bis Dresden Mitte gelten weiterhin 80 km/h. Das heißt, da können wir die AFB auch genauso lassen, wie sie ist. Aber ist auch schön, dass ihr nochmal weiß, dass sich hier noch den AFB-Schalter befindet, was man diese AFB ja auch wirklich nutzen kann, diesen Zug. Da ist das Zugfahren noch ein bisschen anders angenehm mit der Lok hier. Weil ich fahre ja, also wenn sie so ein S-Bahn-Dienst ist, dann eher nicht. Aber ansonsten bei so Regionalzugdienst oder so, da fahre ich schon gerne mit so einer AFB. Oder bei der Hamsterbacke, bei der 442, da gibt es ja diesen Tempomaten, der ähnlich wie eine AFB funktioniert. Noch ein bisschen eigener, aber funktioniert ähnlich wie so eine AFB. Und damit zu fahren ist halt eben sehr entspannt, weil man mal so viele Kilometer zu fahren hat. Dann wäre das relativ angenehm. Oder auch mit der 143, die hat ja auch diesen Geschwindigkeitswähler. Gut, mit dem musst du so oder so immer fahren, aber Dresden, deswegen fährt es mit der auch zum Beispiel im Regionalzugdienst auch recht angenehm. Zur Messe Dresden. Nur bei der 146 hätte ich das noch nicht. In Fahrtrichtung links. Eins Problem ist dann jetzt nur wieder. Hä? Soll das hier Nietzsche sein? Das ist richtig, das ist hier Nietzsche. Ich weiß gar nicht, dass dieser Turm hat. Schon immer, das ist ein Turm. Die Nietzsche haben sich ganz gut abgebildet. Aber klar, wir sind jetzt ja gerade über die Elbe, ich auf der Marienbrücke gefahren. Dahinter ist doch direkt die Nietzsche. Die steht auch direkt an der Elbe. Ja, ich fahre da irgendwie öfters mal vorbei, aber ich merke mir nie, wo du das ist. Du warst auch schon mal drin, so. Also. Ich weiß, aber ich weiß trotzdem nicht, wo das ist. Toll. Ah, guck mal, jetzt durfte der Güterzug zum Beispiel gerade auf uns warten, hier. Dieser Güterzug. Weil Personenverkehr vor Güterverkehr. Und Fernverkehr vor Nahverkehr. Ja. Das ist so im Groben die Hierarchie der Züge. Dann kann ich natürlich noch ein bisschen feiner gliedern. Nein. Nein. Türen. Nicht hupen. Ah. So, die AfD kann uns auf 60 schon mal stellen. Wie bitte? Ich weiß nicht, ob da irgendwas Interessantes ist. Unten rechts. Ne, das hatte ich ja schon gesagt. Da ist ja, ob Bremse elektrisch-pneumatisch, PZB-Modus, Scheibenwischer und den Hebel, den ich nicht bedienen kann, oder drin die Notbremse. Der Hebel, den du nicht bedienen kannst, ist die Notbremse. Das ist das Notbremsventil. Ah ja. Na gut, das steuert sich automatisch. Das steuert sich automatisch hier im TSW2, deswegen. Verriegeln, nicht entriegeln. Baustellen-Sounds, ernsthaft? Ja, hier drüben ist eine Baustelle. Ich weiß gar nicht, ob die noch immer ist oder ob die nur zum Zeitpunkt war, als das hier gebastelt wurde, die Strecke. Aber ja, da ist eine Baustelle, zumindest im Spiel. Ob es in der Realität noch ist, weiß ich nicht. So wie bin ich am Bahnhof Neustadt nicht. So, die AFB habe ich schon mal auf 60 gestellt, weil hier kommt der Ankündiger für 60. Da brauchen wir ja nicht erst auf 80 hochbeschleunigen, um dann wieder für 60 runter zu bremsen. Das bringt es ja nicht. Zugbeeinflussung. So, da haben wir das Heizkraftwerk. Über das wir auch schon mehrfach geredet haben, das sagenumwobene. Ja,
heißt ein FIS? Fahrgastinformationssystem. Ah, okay. Damit kann ich mich nur gewundert, weil ich gesehen habe, dass es über der Scheibe, also oben, gibt es auch noch so ein paar Dinge. Ja, richtig. Das ist dieser Computer, mit dem wir in der letzten Folge da der abgeändert hatten, als wir mit der S3 erst nach Tarat gefahren sind und dann nach Dresden Hauptbahnhof. Da hatte ich hier an diesem Computer da rumgespielt, nur dass er bei der 143 hier an der Seite, bei dem im Doppelstock Steuerwagen hier an der Seite halt eben nur war und nicht hier oben. Da habe ich dem Ding dann rumgetippert da und dann auf Dresden Hauptbahnhof umgestellt. Halt. Und ein Stück rechts davon, neben dem rechts neben dem Lautsprecher, ist der Weitsichtleuchtmelder. Cool. Aha. Ablenkung. Ja, danke Tobi für die Ablenkung. Dafür überrasche ich mich jetzt Frankkündiger für die 40 km. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Dresden Hauptbahnhof. Unsere Zugfahrt endet dort. Sie haben folgende Anschlüsse: IC 2048 nach Köln Hauptbahnhof. Weil bei 40 km/h jetzt auf die Hauptbahnhof Meter, da brauche ich um 8.44 Uhr von Gleis 12. RE3 nach Hof Hauptbahnhof über Freiberg um 8.50 Uhr von Gleis 11. EC 178 nach Berlin Hauptbahnhof Tief über Dresden Neustadt um 8.55 Uhr von Gleis 3. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Nächster Halt, Dresden Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste, bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Seitenverein Richtung rechte Seite. Ich weiß echt nicht, wo das ist. Das ist ein senkrechtes Modul, gibt es auf beiden Seiten. Da sind auch... wir gucken hier. LZB wachsam und Befehl. PZB wachsam, Befehl. Genau. LZB schrägstrich PZB wachsam. Ja. Und LZB. An sich sind es die PZB-Bestätigungstasten. Nur du brauchst ja eben auch für die LZB, wenn dich mich am Ende der LZB aus der LZB befreien musst, dann brauchst du nämlich die PZB-Freitaste dafür, um mich aus der LZB zu befreien. Also zu bestätigen, dass die LZB aufhört. So, und dann sind wir auch hier in Dresden Hauptbahnhof. So, bremsen, dass wir noch keine Bekanntschaft mit dem Prellbock machen. Zwangsbremsung durch Prellbock. Nee. Die haben wir nicht. Gut, und dann hätte man das auch geschafft. So, einmal noch die Türen zumachen. Dann haben wir das Szenario auch abgeschlossen. Und wieder was gelernt. Ja. Ah, das ist dieses Panel da rechts. Gleich von deinem Mittelpunkt da. Mhm. Das mit dem roten Knopf da. Links neben dem Fenster. Das hier. Links neben dem Seitenfenster, ja. Deine Maus sehe ich nicht. Ah, gut. Das hatte ich mal angezeigt. Na, auf dem hatte ich auch schon mal nachgeschaut, was da so drauf ist. Ja. Oh, ist doch ganz pünktlich. Bis gerade bei Ost war pünktlich und dann kam die Verspätung aufgrund des roten Signals. Das Ding ist, in Radebeul Ost waren wir sogar eine Minute zu früh. Wahrscheinlich waren wir nur ein paar Sekunden zu früh gehalten. Aber da war auch die Haltegenauigkeit nicht wirklich die beste. Naja. Ja, bei Gott, es hält sich in Grenzen. Richtig. Priesterwitz war da, wo ich viel zu früh gehalten habe. Zum Beispiel. Nee, Nünchritz war das. Oder Priesterwitz? Eins von beiden, wie auch immer. Ah, gut. Dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss.